So, einen wunderschönen Willkommen zurück zu einem, ja, mal wieder Mindtest Let's Play. Ich wurde von einem lieben YouTuber, ne, also auf jeden Fall ein Kommentator unter meinen Videos, dem Herrn Frido, gefragt, wenn er wieder Mindtest kommt, nämlich für euch heute. Und er hat mir eine Welt empfohlen, und der meine Server stand heute, 10.11., immer noch down sind, öffentlich gesehen. Ich selber kann drauf zugreifen. Deshalb werden wir heute mal einen von ihm empfohlenen Server, Wunderwelt, WoW, mal gucken, ja, was da draus so abgeht. Warum findet ihr so? Das hier. So. Aber wie ihr seht, ja, meine Server sind alle down. Na, also ich persönlich komme rauf, indem ich einfach meine lokale IP eingebe. Das wäre die. Ich muss überlegen. 132 müsste das sein. Dann gehen wir mal auf den Vanilla-Server zum Beispiel. Oder kommen wir wieder direkt auf den Creative-Server. Na, also ich persönlich komme da halt problemlos als Walker rauf. Voilà. Aber wie gesagt, von außen hin geht es halt nicht, weil ich schätze mal, das Glasfasermodem keine Verbindungen durchlässt, weil das Ding nattet. Statt zu burtschen. Ja, dementsprechend, wenn ich versuche, mit öffentlichen IP raufzukommen. Verbinden, 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 und sonst passiert nichts. Das Schöne ist, Internet an sich funktioniert aber trotzdem für mich weiterhin. Das heißt, ich kann natürlich trotzdem auf andere Wege gehen. Quatsch nicht da. WoW. Wunderwelt. Ah. Bei dem Kommentar hat er Welt mit D geschrieben. Ich hatte mich schon gewundert gehabt. So. Wunderwelt 1. Gehen wir da als Walker rauf oder als Ronix? Na, wir gehen mal als Ronix rauf. Und nehmen wir ein super sicheres Passwort. Naja. Ein bisschen schwieriger kann es schon sein. Machen wir mal das hier. Einmal so Eriges drin. Glaube ich. Ich hoffe, da ist nicht schon jemand drauf, der so heißt. Verdammt! Was? Zuckerberg, sorry, the name have chosen to undesired on the server. Please choose a name that does not start with a number. Not just contain number or caps. Oh, leck mich am Arsch. Der nimmt doch das einfache Passwort. Geht doch. Scheiße, aber auch. So, ich hoffe, mit dem Audio passt alles. Sieht gut aus. Ja, doch, sieht gut aus. Aber wir gehen jetzt wieder auf meinen Test. So, müsst ihr gleich umschalten. Also, jetzt noch am Medien laden. Dann lassen wir mal kurz die Medien laden. Weil das Blöde ist halt, OBS schaltet immer erst dann oben um beim Fenstermodus, wenn ich wirklich in der Welt drinne bin, weil erst dann hier oben der Titel stimmt. Ja, hier ist der aktuelle Titel, ist ja noch Hauptmenü. Und der OBS verlangt aber, dass er den anderen Titel hat. Sonst findet OBS das Finster nicht. I don't know. Drecksprogramm. So, Initialisierung sollte ganz schnell gehen. Das macht ja mein Rechner selber. Wobei das ganz schön lange dauert. Holy shit, Alter. Was sind da alles für Mods installiert? Direkt mal nachgucken. So. Ja, man sieht wieder alles dunkel, ne, bei meiner rechten Kamera, weil es Nacht. Ich nehme wieder. Wie viel ist es gerade?
22.30 Uhr, nee, 22.40 Uhr. Alter, wie lange braucht es zum Initialisieren? Digga, der braucht ja länger als mein Creative-Server. Holy shit. So, jetzt sind wir in meinem Test drin. Das heißt jetzt, ne, siehst du, jetzt ist hier nämlich mehr Spieler. Falsch, da muss ich auch. Da ist nämlich mehr Spieler OpenGL und diesen Titel, den Titel, den verlangt OBS. Also, weil er nur das Fenster kennt. Das heißt, wenn ich jetzt noch nach meinem Test umschalte, aha, findet er es. So, jetzt kann ich mein Testfenster noch in Vollbild machen, damit für euch dieser hässliche Rand unten weg ist. Und schon, voilà. So, welcome to Win. Ist doch komisch, wenn man Englisch und Deutsch zusammen hat. Ich dachte, das ist ein deutscher Server, weil es ein deutscher Name ist. Ja, ich versuch's mal zu übersetzen. Welcome to Wunderwelt. Willkommen zu Wonderworld. Wait. New Tools, ist egal, Rules. Um die Rechte, sag ich schon, um die Regeln zu sehen, type Rechte ein. Regeln. Wenn du gegen die Regeln verstößt, wirst du gebannt. Discord. Discord, bla bla bla. Hier ist die Discord-Link. Manche sinnvolle Commands, also Befehle. Teleporten zu einem Spieler. Teleport, also ein Spieler zu mir teleporten. Wieder zum Spawn gehen, zum Haus gehen, das kennen wir ja alles. Und dann haben wir Protect Your Buildings, also ne, Protector Mod. Ich weiß nicht, ob die hier mit der Area Mod arbeiten, aber so zumindest eine ähnliche Mod, ne, wieder Position 1, Position 2 und Protect. Genauso wie man es bei mir kennt, nur bei uns ist ja Area 1, Area 2. Ne, Area Post 1 und Area Post 2. So, dann kann man Nachrichten senden, kann man News, okay, okay. Wow, also mal viele additional informations. Admins and owner of the server is Jury. The only moderator here is Becker. Ja, das ist der Becker, aber gut. Achso, ja, übersetzen, ne? Der einzige, was? Admin und Besitzer des Servers ist Jury. Der einzige Moderator hier ist Becker. Das ist ein PvP-Server. Getötet zu werden, verstößt nicht gegen die Regeln. Das ist kein Kreativserver. Du kriegst keinen freien Stoff, sag ich schon. Keinen freien Stuff, also Baumaterialien, so. Ne? Ja, also ganz typische Blabla. Sei freundlich und hab Spaß. Okidoki. Das war's. Schließen. Ja, ich hatte echt gehofft, das ist ein deutscher Server. Ui. Also, nein, verdammt. Da. Die Grafiken sind schon mal sehr schön gemacht. Oh, sind sogar welche an. Oder sind das Tiere? 3D-Modelle. Warte. Warum habe ich... Oh, macht sogar fast. Erstmal gucken, was wir für Privilegien haben. Wir haben Home, UI Full, was auch immer das hier ist, und was auch immer das hier ist, was auch immer das hier ist. Oh, und wir haben fast tatsächlich. Aber kein Fly, schade. Aha. Basic Debug. Was macht das? Ist das eine Mod? Basic. Oh Mann, hier sind eine Menge Mods drin. Also eine Menge Mods, die eigene Befehle hinzufügen. Hier kann man sowieso mal gucken, ja. Was da so für Mods drauf sind. Ja, es sind ein paar. Viele. Okay, das erklärt, warum das Server so lange zum... Also, jetzt haben wir das Ding ja jetzt hier im Interface. Warum das Ding so lange gebraucht hat. Übrigens, dass das hier so viel Schrift ist. Ich will immer mit F1 ins Pause gehen. Dass hier so viel Schrift ist und sich im Hintergrund aber die Bilder bewegen, verursacht übrigens extrem hohe Bitraten im Video. Ne? Weil er... Ne, normalerweise, wenn du jetzt hier vorne... wenn du hier vorne hast und dich dann drehst, dann braucht er einfach nur das Bild verschieben im Video. Das verbraucht relativ wenig Bandbreite. Da oben kann er aber nicht einfach verschieben, weil die Schrift bleibt ja stehen. Das heißt, er muss wirklich die Blöcke neu zeichnen. Deswegen verbraucht das jetzt wahrscheinlich sehr viel Bandbreite. Wären meine Videos wieder super groß. Kann ich mal kurz den Chat deaktivieren? Ja, kann ich. Okay. So. Gucken wir uns mal ein bisschen hier um. Sieht schon mal recht schön aus. Vor allem da oben kann man zoomen. Oh, man kann zoomen. Oh, die Z-Taste zeigt gleich auch aktive Spieler an. Exilium. Aha.
Okay, man merkt also schon, alles so im mittelalterlichen Stil gehalten. Gut, manche modernere Touchs sind auch mit dabei. Aber alles im All. Wow! Halloween Building Contest. Maximale Größe 40-40. Anforderung muss mindestens ein Kürbis oder ein daraus craftbares Item oder Block enthalten. Gewinn. Überraschung. Einreichung über diesen Befehl. 28. Oktober. Ist das schon lange vorbei? Wow. Der Server wird scheinbar nicht häufig gewartet. Denn sonst wäre die Meldung schon längst weg. Denn die Meldung ist mittlerweile. Wir haben den 10. November. Die Meldung ist also fast 2 Wochen überfällig. Das lässt schon mal nichts Gutes schließen. Es schneit oder regnet. Es geht sehr langsam runter. I don't know. Kurz, wir gucken mal kurz, wer ist der Admin? Müsste ja Juri sein, ne? Genau. Und der gucken wir mal, wann er zuletzt online war. Last. Nee, nicht online, last login. Juri! Vor 6 Tagen? Und dann hat er die Meldung nicht deaktiviert. Interessant. Okay. Ja, auf jeden Fall. Das Haus gefällt mir da hinten sehr gut. Das sieht schon sehr schön aus. Wow. Kann ich mal anrufen? Was hast du eigentlich für Dinger? Viele neue Sachen. Ja, so überstehende Hänge hier überall. Kann man machen. Nice, nice. Genau, hier war ja das Spawn. Hier kommen wir ja her. Alter Spawn, TravelNet, dann TravelNet unter der Treppe benutzen. Ah, es gibt ein Travel Center, okay. Also man sieht auf jeden Fall doch, es ist Deutsch, doch ein deutscher Server. Man hat hier Deutsch und Englisch bei den wichtigsten Sachen scheinbar. Public Farm, Public Mine, Zeughaus. So, jetzt muss man gucken. Travel Center. Was ist hier Travel Center? Travel Center, dann TravelNet unter der Treppe benutzen. Aber wo ist hier ein Travel Center? Wird es gerade dunkel? Oh, was ist das denn da? Ey, da ist der Zoom nicht ganz so stark, ne? Das ist ja nicht mal zweifach Zoom. Obwohl doch, ja, doch ist zweifach Zoom. Das Gelbe da. Was ist das am Anakolm? Ja, ist einfach nur ein Stern. Sieht fast so aus, ne? Ja, es wird echt dunkel. Leck mir am Arsch. So, haben wir wieder Chat angemacht. Oh, das ist auch ein Haus. So ein altbaulerisches Haus. Ist natürlich jetzt blöd, dass es jetzt dunkel wird. Alter, das sieht schon sneaker aus. Alter, wie schnell bewegen sich die Wolken, bitte? Digga, what the fuck? Kann man das? Nee, ne? Ja, schade. Oh, da. Ich dachte gerade, er hält. Wie sage ich das? Kinderfreundlich. Ich dachte, er hält gerade sein etwas. Ja. Ich dachte, er ist ein Bienchen. Aber witzig, dass das ganze Ding leuchtet. Sogar das, was da bei ihm da vorne rauskommt, leuchtet bläulich. Ah, jetzt sieht man, dass es ein Speer ist. Also doch voll harmlos. Sehr gut. Wie sieht das ganze Ding leuchtet? Alter, da sind überall so kleine Häuser in dem Stil, ne? Hey, sind ja Goldblöcke, aber Goldblöcke leuchten noch. Ach nee, man sieht hier. Sieht er? Da so ganz leicht so. Da. Das sind Platten. Ich schätze mal, dahinter ist Glowstone oder sowas. Was dann leuchtet. Ne, weil das Schöne. Also.
Fluch und Segen zugleich. Alle Blöcke, die keine Vollblöcke sind, verhindern ja kein Durchleuchten. Deswegen hast du auch bei diesen Schrägen, wenn du die Dächer benutzt, dass das Licht in dem Haus durch das Dach durchleuchtet. Und den gleichen Effekt nutzen die jetzt hier auch. Die haben da quasi Glowstone hinter. Und dadurch, dass das hier keine massiven Blöcke sind, leuchtet das Licht hier durch. Und deswegen leuchtet diese Statue. Und sein Sack blinkt mich gerade an. Ich muss hier ganz schnell weg. Diese Statue macht mir Angst. What the fuck, dude? Jetzt steckt dein Ding weg. Das ist ja abartig, was da rauskommt. Please stop it. Oh mein Gott. Ja, da oben ist auch so ein schönes Gebäude. Alter, so, Alter, guck dich da hinten an. Leider kann man nicht so weit reinzoomen. Das ist doch kacke. Digga, das ist ja Chinatown. Oh mein Gott. Warum muss es jetzt dunkel sein? Das ist doch kacke. Die Frage ist, komme ich da hoch irgendwie? Okay, ich könnte hier einen auf Freerunner machen. Ah, guck mal, da ist ein Eingang. Sieht doch aus wie Eingang. Oh, süß. Da geht's runter. Ich wollte aber hoch. Oh. Ach, hier vorne ist direkt ein Eingang. Hä, hey, nee, jetzt sind wir bei einem anderen Berg. Hä? Wie sind wir hierher gekommen? Ich wollte doch hier rein. Oder ist das das gleiche Gebäude? Ich versuche mal hier reinzugehen, auch wenn ich nicht glaube, dass es das gleiche Gebäude ist. Hui. Nee, geht's nur nach oben. Na gut. Hier kann man nur schlafen. Das bringt uns nicht so viel weiter. Miau. Wie kommt man. Man muss da irgendwie hochkommen. Guck mal, da oben. Alter, wie schnell sich diese Wolken bewegen, bitte. Da hinten war noch ein Haus. Da. Da. Nee, da. Da war doch gerade ein Haus. Ich hab doch gerade ein Haus gesehen. Hamanakolm? Hallo? Ach, da. Da. Digga, ich will stärker reinzoomen können. Gibt's doch ja nicht. Ich frage mich, weil ist hier alles die Spawn-Area. Wurde das alles von einem Bilderteam oder sogar einer Person erstellt? Weil dadurch, dass es hier alles Spawn-Area ist, glaube ich nicht, dass das Spieler hier auf dem Server gemacht haben. Oh, was ist denn das? Oh, jetzt kann man hochlaufen. Ach, das ist so ein Wasserfahrstuhl. So ein Dings, wo man Schiffe von einer Wasserebene auf eine andere hieven kann. Hat man meistens bei Talsperren oder ähnlichem. Hat man solche Aufzüge. Leider ist die Wegeinfrastruktur ein bisschen sehr seltsam. Ich komme gar nicht nach da hinten. Das heißt, müssen wir wieder übers Gras laufen. Wenigstens sind die Gebäude relativ gut beleuchtet. Das ist aber ein sehr, sehr schmales Haus. Hallo. Ibims, der Neue. Oh. Ich habe das Haus repariert. Oh, Alter. Da bin ich aber beinahe reingefallen. Lava. Da hat sie aber auch nur andere Textur genommen, ne? Das ist nicht Standard-Lava. Ist das überhaupt Lava? Ist was anderes. Desert Stone, Calamnia, Crosslink, bla bla bla. Das ist das Ding hier vorne. Nee, doch nicht. Das ist doch das Ding. More Blocks. Handy. Ach, ich klicke durch. Ist der Block dahinter? Stimmt ja. Lava ist ja eine Flüssigkeit. Das kannst du ja gar nicht analysieren. Never mind.
lol. Oh. Jetzt sind wir aber in Rom. Oder in Ägypten. Wobei das hier eher aussieht wie Rom. Ägypten hatte nicht so eine verzierten Dinger hier unten und da oben. Das ist typisch Rom. Aua. Hallo. Oh. Ah. Oh. Ich fliege. Was ist das denn hier? Hey, wie süß. Eine Arena für Schiffe? Hä? Hey. Not bad. Ah, okay. Der gute Ghoststone. Der verschwindet, sobald der Mesa-Signal bekommt. Ich wusste zwar nicht, dass es auch Blöcke sind, die zusammenhängt sind. Hatte ich noch nicht getestet gehabt. Ich wusste halt, ne, wenn hier so ein Block ist und der Mesa-Signal bekommt, dass der dann verschwindet. Aber scheinbar kann man doch mehrere Blöcke miteinander kombinieren. Interessant. Ja, es ist wieder hell. Oh, ein Schwert. Ein ganz schön großes Schwert. Wie kommen wir denn wieder nach Hause? Hier hinten war irgendwie so ein Travelnet-Ding. Kommen wir hier rein zufällig zum Travelnet-Center? Entry-Fighting. Ne, sieht nicht so aus. Aber wir kommen ein bisschen wieder raus aus dem Gebäude. Das ist doch schon mal gut. So, da vorne war der Spawn. Jetzt wird es wieder ein bisschen heller. Ich werde mal ein bisschen meine Sichtweite hochdrücken. Ja, aber auch nicht so viel. Die Wolken ist halt abartig. Ne, also... Die Wolke ist halt definitiv zu too much. Oh, so viel Ananas. Hm. Ich mag ja Ananas. Ich mag meine Ananas. Ja gut, lassen wir das mal. So, wie kommen wir hier? Kommt man hier irgendwo überhaupt irgendwie hoch? Der Spawnbereich ist relativ groß. Hier ist alles Spawnbereich. Kann man hier als normaler Spieler überhaupt bauen? Not bad. Ey, was? Undurchsichtiges Glas. Guck mal, ach, hier kommt man rein. Oh, Aufnahmedruckplatten. Oder? Nee. Hä? Wo sind die Druckplatten? Okay. Oder gibt es hier automatische Türen? Da hat jemand die PC-Mod installiert. Nice. Auch wenn mir die Fenster definitiv zu Glas, zu transparent sind. Da siehst du ja nicht mal, dass da Fenster sind. Selbst hier hinten ist noch überall Spawnbereich, obwohl hier nichts mehr gebaut ist. Wow. Alter, was ist mit der Framerate los? Oh doch, dann ist noch was. Ist das wieder dieses Alien-Zeug? Das ist doch Alien-Mäse. Das habe ich doch schon mal auf dem Server gesehen. Haben die Alien-Mod installiert? Ja. Dieses Mäse hier, Alien-Mäse, das ist das, woraus das A gemacht ist. Lol. Aber wie das hier echt alles noch Spawnbereich ist. Problem ist nämlich, wenn es hier alles Spawnbereich ist,
Ich habe den Spawn kaputt gemacht. Wenn es ja alles Spawn-Bereich ist, wo zum Fickidi-Fick kriegen wir die Lebensmittel her? Oh. Gut, die Luftblasen sind genau da, wo auch die Brote sind. Das ist natürlich, ach nee, die Brote kriege ich nicht weg. Jetzt stehen die Wolken ja. What the fuck? Gut, ja, das war zwischen mal für die erste Folge. Da würde ich mal sagen, das Geheimnis der Wolken lüften wir in der nächsten Folge. Bis dann.